In 2. Korinther Kapitel 4, Vers 4 heißt es, den Ungläubigen, den der Gott dieser Welt, welcher Satan ist, den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Und das ist das wahre Licht, worüber die Bibel spricht. Herzlich willkommen, das ist die Heimat der Menschen. Eine Hälfte litt im Wohlstand, die andere muss kämpfen. Hier ist nun mal das Gesetz der Dualität. Ganz konkret ist das wahrhaftig. Das ist Endzeit der Endzeit und Jesus der Weg. Komm auf seine Seite und scheiß auf New Age. Satan ein Blender, der Engel des Lichts. Jesus die Wahrheit, denn er ist der Shit. Das Chaos, das lebt, ihre Parabel, diese Realität. Der eine zieht Schnee, um zu merken, dass er lebt. Sie konsumieren, weil sie im Inneren geplagt sind. Ein schmaler Grat zwischen Vernunft und Wahnsinn. Keine Zeit zu warten, Geduld in der Tugend der Alten. Sie sind im Gift schon in der Jugend verfallen. Medizin, Tag, Neuzeit, Rap gefragt wie noch nie. Kinder, potenzielle Kunden der Pharmaindustrie. Unermesslichen Profit, Chefen, Dealer durch Junkies. Sie locken diese Mais erst mit einem Krampis und bieten im selben Moment das harte Zeug an. Wegen der Illegalität, sie übers harte stolpern. Drogen gab es schon immer in irgendwelchen Formen. Und dank der Chemie sind es immer neue Formeln. Und dann gibt es immer wieder legale Produkte. Es ist so, dass keiner wirklich weiß, was er schluckte. Herzlich willkommen, das ist die Heimat der Menschen. Eine Hälfte lebt im Wohlstand, die andere muss kämpfen. Hier herrscht nun mal das Gesetz der Dualität. Ganz konkret ist das wahrhaftig die Realität. Das ist Endzeit der Endzeit und Jesus der Weg. Komm auf seine Seite und scheiß auf New Age. Satan ein Blender, der Engel des Lichts. Jesus die Wahrheit, denn er ist der Shit. Ich hab nicht vergessen, dass wir satt sind, der Wohlstandsbauch ist permanent erwachsen. Wir sind seit der Säcke sehen, Topfer der Industrie, das Bier, das muss schmecken, Hopfen unser Vitamin. Kleine Kinder Afrikas haben nicht zu futtern, mehr Blieb auch in Indien. Nee, kein Tod an die Verteilung des Geldes, Gewinnmaximierung, Kapitalismus, stürzt die Regierung. Ich bete für sie wie gegen den Hunger des Slums, echt die Hilfe. Kommt nur Cent für ein an, der Zins ist Zins, fesselt uns Graben, kein Hirngespinst. Nur die harten Fakten, legen wir das Morgen in die Hände der Kleinen. Wird die Sonne übermorgen, überall erscheinen. Kein Hass, kein Hunger, es wird brüderlich geteilt. Das Vater, unser Verein, wir sind eins. Herzlich willkommen, das ist die Heimat der Menschen. Eine Hälfte lebt im Wohlstand, die andere muss kämpfen. Hier herrscht nun mal das Gesetz der Dualität. Ganz konkret ist das wahrhaftig die Realität. Das ist Endzeit der Endzeit und Jesus der Weg. Komm auf seine Seite und scheiß auf New Age. Satan ein Blender, der Engel des Lichts. Jesus die Wahrheit, denn er ist der Shit. Herzlich willkommen, das ist die Heimat der Menschen. Eine Hälfte lebt im Wohlstand, die andere muss kämpfen. Hier herrscht nun mal das Gesetz der Dualität. Ganz konkret ist das wahrhaftig die Realität. Das ist Endzeit der Endzeit und Jesus der Weg. Komm auf seine Seite und scheiß auf New Age. Satan ein Blender, der Engel des Lichts. Jesus die Wahrheit, denn er ist der Shit. Ja, in 1. Korinther Kapitel 10, dort heißt es, nein, sondern was man da opfert, das opfert man den Dämonen und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr mit Dämonen Gemeinschaft habt. Ihr könnt nicht zugleich den Kelch des Herrn trinken und den Kelch der Dämonen. Ihr könnt nicht zugleich am Tisch des Herrn teilhaben und am Tisch der Dämonen.